Die Corona-Pandemie hat unser Leben in den letzten Jahren radikal verändert. Doch was viele nicht wissen, ist das tatsächliche Ausmaß der Desinformation und Panikmache, die uns durch Politik und Medien präsentiert wurde. Am 28. Februar 2020 forderte Bill Gates eine massive Beschleunigung der Impfstoffentwicklung und finanzielle Unterstützung durch öffentliche Gelder. Diese Forderungen wurden von Regierungen weltweit übernommen, was zu einer beispiellosen Impfkampagne führte. Karl Lauterbach behauptete noch im August 2021, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei. Impfungen, die als sicher propagiert wurden und vor Ansteckungen schützen sollten, stellten sich nach und nach als Mogelpackungen heraus. Trotzdem wurde die Werbetrommel für Impfungen weiter gerührt. Die Vertuschung von Nebenwirkungen und die systematische Missinformation der Bevölkerung werfen ernste Fragen auf. Dennoch wurde die Impfung für Kinder und Jugendliche weiterhin empfohlen. Besonders skandalös war die Ausgrenzung ungeimpfter Personen. Diese Politik führte zu einer gesellschaftlichen Spaltung und einer Stigmatisierung von Ungeimpften. Aussagen wie jene des Bundeskanzlers, dass das Infektionsgeschehen von den Ungeimpften herrührt, trugen zur Polarisierung bei und basierten auf falschen Tatsachen. Pharmaunternehmen wie BioNTech, Pfizer und Moderna verdienten Milliarden mit den Impfstoffen. Gleichzeitig wurden Millionen überschüssige Impfdosen im Wert von Milliarden Euro vernichtet, da sie nicht auf veränderte Virusvarianten angepasst waren. Ein massiver finanzieller Verlust, der letztlich von Ihnen, den Steuerzahlern, getragen werden musste und wird. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie anfällig unsere Gesellschaft für Panikmache und Desinformation ist. Die Rolle der Impfung, die politischen Entscheidungen und die systematische Ausgrenzung und Diffamierung von Ungeimpften müssen gründlich untersucht werden. Es ist höchste Zeit, dass ein Untersuchungsausschuss im Land Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen wird, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und sicherzustellen, dass sich ein solcher Skandal nie wieder wiederholt.